Die zweite Idee, die ich mir erdacht habe, wäre eine Lärmampel für den Klassenraum. Das Problem ist ja immer, wenn es im Klassenraum laut ist, ist der Lärm auch eine Art Belästigung und man kann gar nicht konzentriert arbeiten. Indem man sozusagen eine Ampel aufstellt, kann die ganze Klasse herausfinden, ob sie zu laut ist und kann dadurch auch belohnt werden, indem sie leiser wird und man dadurch sozialer handeln kann und auch konzentriert arbeiten kann. Das ist auch eine schöne Idee, hat man gleich so einen Gamification-Effekt auch irgendwie damit ja, drin. Ne? Dann mhm. kann die ganze Gruppe sozusagen gesammelt versuchen, möglichst leise zu sein, vielleicht dann auch eine kleine Belohnung bekommen oder vielleicht kann man sogar verschiedene Level einführen, dass ja. Umso leiser die Klasse vielleicht wird, umso fröhlicher schaut ein Smiley oder sowas in der Art. Das heißt, man hat so ein visuelles Feedback als positive Bestärkung zum Beispiel. Verhalten. Ja, cool, gute Idee. Wir haben die Lernampel zum Leben erweckt und die möchten wir euch jetzt zeigen. Ich bringe hier den Unterbau mit. So, hier haben wir unsere Ampelkugel. Die setze ich mal da oben drauf. Auch das Gehirn sozusagen unserer Ampel. Genau. Magst du mal kurz erzählen, was das alles kann? Klar, gerne. Also, wie ihr seht, wir haben einfach unsere Ampel mit einfachsten Materialien so ein bisschen verkleidet. Einfach ein Unterbau aus Lego, ein bisschen Filz. Und wenn man jetzt sieht, wenn ich jetzt so leise rede, dann ist unsere Ampel noch ganz glücklich. Ja, das stimmt. Aber sobald es ein bisschen lauter wird, dann sieht man gleich, dass unser Smiley da nicht mehr ganz so glücklich schaut. Und wollen wir mal die Extremsituation vielleicht simulieren? Kennt ja wahrscheinlich auch jeder, wenn es in der Klasse mal so richtig laut wird. Wir machen es jetzt mit einem Gong. Da schaut unser Smiley dann ziemlich schnell auch böse. Wir haben es auch so programmiert, dass man neben dem Smiley als Feedback auch nochmal analog zur Ampel das Grün, Orange und Rot hat. Genau. Um einfach das nochmal anzuzeigen. Und da kann man sehr, sehr schön auch mit den Werten experimentieren. Das haben wir jetzt auch in der Programmierung gemacht, um zu schauen, wie das zu unserer Situation passt. Und ich denke, wenn man das in der Klasse auch macht, mit seinen Schülern zusammen, fördert dies ja auch wieder das soziale Verhalten, um zu schauen, wann der Lärmpegel am höchsten ist und wann es die meisten Kinder stört. Genau, das kann man ja dann wirklich in der Klassengemeinschaft individuell ausprobieren und mit den Werten experimentieren.